Next up, we have Potion Party, which is a couch co-op alchemy game. It felt a little overcooked-ish to us, which is cool because that's a great game, but also it has this sort of metagame of building out this shop, and you can play as a skeleton. So Overcooked has always looked really cool to me, but this is like the ideal version of that. Wir nehmen uns hier schon mal so ein leeres Reagenzglas, sage ich jetzt, nenne ich es einfach mal Glas. Und nehmen dann das Pulver und tun das hier in die Mitte rein. So. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen. Ich brauche noch einmal Wasser dazu. Und dann arbeitet das. Schnell, 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 wir brauchen. Ah, oh, wieso nehmen wir den großen? Großen Spaß, hau die rein. Großen Spaß, gib ab. Gib ihm. Schleimi. Ja! Nein! Oh, war das knapp! Ich war so kurz davor. Die anderen sind etwas leichter, wobei ich muss sagen, die zweite Variante ist gerade echt easy. Fast. Komm schon, schaffen das. Oh Gott. Huhuhu. Das war ja gar nicht knapp. Ja, wir haben fast. Leute, Leute, Leute. Nein, nicht mich treffen. Huhuhu. Ja! Wolltest du gerade das Schaf aus der Wolke klopfen? Oh, da springst du über eine Barrikade. Ja. Wie wär's mit einem Zaun? Die Katze ist weg, ja. Tschüss. Winter Wonderland verschwunden. Das ist Bambi-like. Das ist süß. Da ist ein Eichhörnchen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mimi-Stream hier auf unserem Twitch-Kanal von Games und XR Mitteldeutschland. Heute pünktlich mit einem fetten Intro und mit einem Overlay. Also heute kann es nur gut werden zum zweiten Mal mit dem Mimi-Stream und zu Gast Konrad Kunze von Fusion Play aus Leipzig. Konrad, wir haben gerade schon gesehen, was du so alles so treibst. Du bist der Mann hinter den gut aussehenden Spielen hier, vielseitigen Spielen. Mit am Start ist Jan heute wieder und wir freuen uns in der nächsten Stunde über euer Unternehmen, eure Projekte und einen baldigen Release zu sprechen. Schön, dass du da bist. Danke, hallo. Ja. Hallöchen. So, also du hast heute einiges mitgebracht. Ein paar Dinge davon haben wir schon gesehen, gerade im Trailer. Ordne das mal so ein bisschen ein. Fusion Play ist jetzt gerade schon als Name gefallen. Was macht ihr eigentlich so? Also Fusion Play ist lange Zeit eine Marke gewesen von der Firma ITsonics, die sitzt in Leipzig und ist jetzt seit kurzem, seit dem 1.4. eine eigene Firma. Das heißt, die Marke wurde aufgekauft von der Fusion Play GmbH mit mir als Geschäftsführer. Und wir haben im Prinzip zwei Kerngeschäfte. Das eine ist, wir machen VR-Games für alles, was Virtual Reality ist, also für Steam, für Viveport, für Oculus und für PlayStation VR. Und als zweites Business haben wir nennen das Port and Publish. Das heißt, wir suchen uns kleine Indie-Perlen und portieren die Spiele auf die PlayStation und publishen das dann auch gleich mit auf der PlayStation. Und was wir gerade gesehen haben, das war so ein kleiner Zusammenschnitt von der letzten Gamescom von 2020. Die war ja nur rein digital. Und dort hatten wir 12 verschiedene Streamer, die haben unsere Games gezockt, nahezu rund um die Uhr. Und das war so ein ganz kleiner Zusammenschnitt davon. Ja, sehr cool. Sieht auch sehr vielseitig aus. Also gibt es bestimmte Genres, auf die ihr euch eingeschossen habt? Oder ist es das, was du als Indie-Perle bezeichnest, das, wo du sagst, steckt Potenzial drin, da haben wir Bock drauf? Also aktuell sind beides, was wir gepublished haben und geportet haben, sind beides Pixel-Art-Games. Das heißt aber nicht, dass es zwingend sowas sein muss. Also generell suchen wir nach Spielen, die klein, aber fein sind.
Das heißt, wir wollen kein Spiel, wo ein junges Studio sagt, wir machen jetzt unser erstes Spiel und das wird ein Open-World-MMORPG und wir planen 5 Jahre dran zu arbeiten mit einem Budget von 20 Millionen Euro, weil das ist nicht sehr erfolgsversprechend. Ne? Was wir suchen ist, wo sich Leute eine kleine, aber coole Idee schnappen und sagen, diese kleine Idee mache ich, aber die mache ich dafür richtig gut und stecke da Zeit rein und polische das ordentlich, dass das ein richtig cooles kleines Spiel wird. Und das sind dann die Sachen, die uns ansprechen, wo wir sagen, das fetzt, das ist vielversprechend und da helfen wir dann auch mit bei der Gestaltung und bei der Entwicklung. Als ihr versucht auch so ein bisschen in die Nischen reinzukommen und so ein bisschen Titel zu machen, die es vielleicht in der Form noch nicht gibt, neue Spielkonzepte zu entwickeln, etc., so ein bisschen das, denke ich mal, ne? Ja, genau. Also bei unseren eigenen Games, also wir haben ja diese Zweiteilung, ne, ist es hauptsächlich sowas, dass wir versuchen, ganz neue Wege zu gehen. Da hatten wir die virtuelle Katze, so ein Katzen-Tamagotchi, was komplett Einzigartiges ist, was es in der Form noch gar nicht gab. Mit Plüschtier-Modus, dass man das Gefühl hat, man hat wirklich eine eigene virtuelle Katze in der Hand, wenn man dann das Plüschtier hält und es ist flauschig und mit der Brille auf sieht man dann an der Stelle eine Katze, die einen anschaut und miaut und mit der man dann interagieren kann. Und, aber auch bei den Port-and-Publish-Games suchen wir natürlich Sachen, die kreativ sind und die uns ansprechen. Das muss nicht unbedingt was komplett Neuartiges sein, was es noch nie gab, aber es muss irgendwie so einen Kick haben, wo man sagt, ja, das ist eine coole Sache, das kann was werden. Ist echt sehr sympathisch. Zu der Katze kam mir gerade der Gedanke, ich kann mich noch erinnern, damals auf dem Nintendo DS gab es doch auch die Möglichkeit, mit Nintendo Dogs. Ja, genau, Nintendogs, genau. Das im Endeffekt nur weiterentwickelt und in das nächste technologische Zeitalter geführt. Ist das ungefähr so, wie ich es mir vorstellen kann? Ich glaube ja, das ist gar nicht so weit weg. Der größte Unterschied liegt darin, bei Nintendogs spiele ich im Prinzip den Spieler, der mit dem Hund interagiert. Das heißt, ich streichele den Hund, ich füttere den Hund und so weiter. Bei unserem Katzensimulator ist es noch ein bisschen eine Meta-Ebene weiter. Man ist quasi selber die Katze oder man führt die Katze. Das heißt, man kann sie zum Futtern absetzen und dann frisst sie, man kann mit ihr Spiele spielen und so weiter. Dabei steuert man die Katze und das Ganze geht dann auch so weit, dass dann die Katze selber kleine Katzenbabys hat und dann bringt man als Spieler die Katze dazu, sich um die kleinen Katzenbabys zu kümmern. Also, dass die große Katze dann das kleine Katzenbaby füttert, mit dem Spalt spielt oder so unterschiedliche Sachen macht. Ne? Okay, das klingt wirklich sehr, sehr cool. Das wird auf PC gespielt, das wird auf PlayStation gespielt oder? Genau, auf allem, was im Prinzip VR-tauglich ist. Also das kann man mit einer Valve Index spielen, mit einer HTC Vive, mit einem Oculus Rift. Das gibt es für PlayStation VR und für die ganzen Plattformen. Also für HTC Vive Port ist es Teil davon. Das ist ja so ein Miet-Service, den die haben, wo man einmal monatlich bezahlt und dann kann man alle Games spielen. Auch beim Oculus Store ist es drin, für Steam sowieso, aber auch im PlayStation Store. Mhm. Cool. Wie viele Leute seid ihr denn? Also das hört sich ja danach an, du sagst, ihr habt zum einen die eigene Spieleentwicklung, ihr habt zum einen Port and Publish. Wie groß ist das Team hinter Fusion Play mittlerweile geworden? Das ist sehr schwankend. Also der Ursprung liegt ungefähr 7 Jahre zurück. 2014 hatten wir angefangen, damit wirklich was zu machen. Damals hatten wir als erstes Konzept ein Kartenspiel mit Funkchips verbaut, haben das auch patentiert, das Konzept und so weiter, waren da im physischen Bereich unterwegs. Und man muss so verstehen, die Firma, die dahinter steckt, ITSonics, ist halt ein projektgeschäftgesteuertes Business. Das heißt, da kommen Aufträge rein, meistens eher aus der Industrie. Firma XY braucht eine Software, die irgendwas macht und dann produziert das die Firma. Ne? Also dann machen wir das für die. Und das heißt, es gibt verschiedene Fachteams. Da gibt es ein UI- und Design-Team, da gibt es ein Mobile-Development-Team und so weiter und so fort. Und das heißt, das war so, dass wir projektbasiert die eigene Spieleentwicklung dann wie eigene interne Projekte gesehen haben. Und dann zum Beispiel bei dem Kartenspiel haben wir dann von der Designabteilung 3 Leute dazugeholt, dann haben wir von der Mobile-Abteilung welche dazugeholt. Und die waren dann für dieses eine Spiel mit dran und sind danach aber wieder in anderen Projekten gewesen. Und jetzt ist es so, dass das Ganze in einer separaten Firma ist. Und jetzt sind wir aktuell erstmal nur ein sehr kleines Kernteam von 3 Leuten. Und gucken gerade nach jemanden, nach einem 4. Person, die wir einstellen und es ist noch relativ kompakt. Was uns schlagfertig aber macht in der Sache ist, dass wir halt ganz viel Erfahrung haben.
Also wir haben zum Beispiel die Prozesse bei Sony schon x-mal gemacht und schon uns durchgekämpft. Und wenn man sowas das erste Mal macht, ist das eine Sache, wo man da viel Zeit reinsteckt, um erstmal sich durchzukämpfen, um zu wissen, wie das alles funktioniert. Wenn man das zum fünften, sechsten Mal macht, ist das irgendwann Business as usual und dann geht das relativ schnell runter. Und dann weiß man auch genau, wen man anschreiben muss, um irgendwie da Feedback zu bekommen oder um es weiterzutreiben. Ja. Mhm. Was muss denn die vierte Person können aktuell, die ihr sucht? Vielleicht haben wir ja unter den Zuschauern jemanden, der sich sagt, Mensch, das klingt irgendwie ganz cool. Ich hätte Bock drauf. Wir haben da schon jemand Konkretes im Auge, mit dem wir gerade sprechen. Das kann ich aber noch nicht sagen. Nee, aktuell suchen wir einen Allrounder, der von allem was kann. Also Game Design, Programmierung, auch ein bisschen Artworks mit aushelfen kann, weil wir dediziert jemanden für das Thema Design haben, also 2D, 3D, Texturing und so weiter. Wir haben jemanden dediziert fürs Coding und für Game Design, das mache ich noch mit aktuell und ich merke aber, dass ich das nicht mehr in der Masse machen kann, wie ich das gerne hätte und da braucht man noch jemanden, der dort mithilft, der aber nicht nur reiner Game Designer ist, sondern auch beim Development und so weiter mithelfen kann. Mhm. Schön. Greift ihr denn weiterhin auf die Ressourcen quasi zu oder macht jetzt quasi wirklich nur ihr, also auf die Ressourcen von IT Sonics oder macht nur ihr vier jetzt dann oder drei, in Zukunft vier, dann quasi die Spiele? Also an sich sind es dann erstmal wir vier, die das mit den Spielen machen. Allerdings ist es so, also die ganzen Spiele und das kommt ja alles aus der IT Sonics und wir sind ja mit denen sehr gut befreundet und da gibt es auch durchaus Möglichkeiten, dass wir uns gegenseitig helfen. Also das ist so, dass ich mir, da gibt es jetzt nichts Konkretes, wo man sagen könnte, ja, hier gibt es schon das erste Projekt oder so, aber das ist gut vorstellbar, dass wir auch sagen, wenn wir merken, oh, hier brauchen wir mal noch ein paar mehr Leute, die uns helfen, dass wir dann anfragen, hey, könnt ihr uns hier jemanden für einen Auftrag zur Verfügung stellen und dann helfen die uns aus. Im Gegenzug, wenn die vielleicht mal ein Projekt haben, was spielebasiert ist, dass wir denen dann mithelfen. Cool. Nun haben wir jetzt ein Spiel schon kennenlernen dürfen oder du hast schon kurz von erzählt, was ihr in Eigenproduktion gewuppt habt, nämlich The Kitten. Das ja auch deinen Namen trägt, wenn ich da richtig informiert bin, Konrad the Kitten. Gibt es da eine Anekdote zu, wie es zu dem Namen gekommen ist? Ja, einer der Leute, die da zum Anfang mit involviert waren, damals zum Anfang hieß das Spiel einfach nur Virtual Real Cat. Also wie die Mischung aus, es ist zwar virtuell, aber real, weil es dieses Konzept von ich kann es anfassen von Anfang an hatte und ich kann es hochheben, in der Hand halten und so. Und irgendwann hieß es, wir brauchen einen Namen und dann hat er irgendjemand eingeworfen, ja, dann nenn es doch Conrad the Cat und zwar Conrad mit C geschrieben, also nicht wie mein Name. Und da musste ich dann relativ schnell sagen, das ist ein eingetragenes Warnzeichen von Warner Brothers, das kann man nicht machen. Okay. Und dann kam irgendjemand anders mit, dann nennt es doch Conrad's Kittens, das ist auch eine Alliteration mit doppelten K und dann Konrad mit K. Und dann habe ich leider nicht schnell genug einen besseren Vorschlag gehabt und dann war das gesetzt und seitdem muss ich damit leben. Aber kannst du gut mit leben, oder? Also mir persönlich wäre es lieber, wenn es mit meiner Person irgendwie, wenn es da eine Trennung gäbe. Ich muss nicht meinen Namen irgendwo da in den Vordergrund drängen. Ich bin da eher... aber ich fand's halt gut, dass es so catchy ist. Ne? Es ist halt eine schöne Alliteration. Ja. Auch bei unserem nächsten Eigenspiel geht es auch wieder in die Richtung. Und deswegen, ja, kann ich damit leben. Cool. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für das Polish and Publish? Port and Publish, sorry. Vielleicht kannst du uns ja da mal mit auf den Weg nehmen. Wir haben hier sicherlich auch den ein oder anderen Entwickler, das ein oder andere Indie-Studio vielleicht unter den Zuschauern. Genau. Ja, vielleicht kannst du uns da mal ein Projekt nennen, mit dem ihr den Weg auf dieser Seite des Geschäftes schon mal gegangen seid und wie das so ablief. Da gibt es genau genommen zwei Projekte. Das eine ist Pixelbot Extreme von Playhard Games und das zweite ist Potion Party von RP Games. Und das sind beides, naja, man könnte sagen zufälligerweise, aber es ist eigentlich nicht Zufall, sondern es ist regional entstanden, kleine Studios aus Leipzig.
Das ist auch was, was wir sehr, sehr cool finden, wenn wir mit Leuten aus der Region zusammenarbeiten können. Das muss jetzt nicht zwingend so sein. Also wenn wir merken, wir haben ja einen Kontakt zu jemandem, der weiter weg wohnt und so weiter, dann kann das auch klappen. Aber es ist natürlich ein cooles Add-on, wenn man einfach mal sagen kann, hey, habt ihr Lust, morgen mal ins Büro zu kommen bei uns? Wir hätten da eine coole Idee, die wollen wir euch zeigen und so. Und das relativ unkompliziert einfach von der Distanz ist, ne? Jetzt bei Corona erübrigt sich das alles schon wieder ein bisschen, da ist eh alles virtuell, aber zuvor, wo die Projekte gestartet haben, war das schon ein großer Benefit. Und von der Zusammenarbeit ist es eigentlich so, also die Grundidee ist die, wir suchen ein Spiel, was quasi eine Steam-Version hat, idealerweise noch nicht released ist, und dann bieten wir halt an, wir portieren das für die PlayStation. Das heißt, wir kümmern uns da sowohl um die codeseitige Portierung des Spiels als auch um den Prozess, den Entwicklungsprozess. Also da hängt ja bei Sony ein gewisser Prüfprozess zur Qualitätssicherung und so weiter mit hinten dran. Da kümmern wir uns komplett drum, sowie auch um den Publishing-Prozess, also Vertrieb, Marketing und PR für die PlayStation-Version. Im Prinzip so, dass der Entwickler sagen kann, ich habe hier ein cooles kleines Spiel, und ich will das auf Steam rausbringen und ich bin der Meinung, ich kriege das selber hin auf Steam, aber von PlayStation oder von Konsolen habe ich keine Ahnung. Und wir sagen dann, ja, dann wir machen das, du brauchst dich um nichts kümmern, wir kümmern uns um alles, mach du deine Steam-Version, alles ist gut. Wir nehmen dir das ab. Mhm. Ja. Ja, das ist sicherlich gar nicht so verkehrt. Also gerade diese verschiedenen Distributionskanäle, nenne ich es jetzt mal, die man ja mittlerweile hat, und es gibt ja nun mal wirklich echt viele, also allein schon auf der Ebene PC gibt es ja schon einige, aber dann, wenn man noch auf die verschiedenen Konsolen gehen möchte, dann nimmt das ehrlich gesagt ja kein Ende. Und gerade für vielleicht unerfahrenere, ob das jetzt Studenten sind, die sich gerade frisch gegründet haben, oder eben auch fertige Entwickler, die sich zusammen gegründet haben und dann noch keine Connections in die Industrie haben, ist es sicherlich eine enorm große Hilfe, wenn man zumindest einen Ansprechpartner hat, der die Kontakte hat und man nicht dann irgendwie fängt, initial Initiativ-Mails zu schreiben, um zu gucken, ob man irgendwo durchkommt und irgendwo den Kontakt bekommt. Kenne ich selber ganz gut aus meinem Beruf. Wenn man versucht, irgendwie den korrekten Kontakt, einen richtigen Ansprechpartner zu finden, ist teilweise echt eine Menge Arbeit, die man sich da in so einem Bereich sparen kann. Insofern ist das, denke ich mal, echt ein ganz guter Service. Ich dachte, du bist der richtige Ansprechpartner. Kommt drauf an, wofür. Cool. Und wie sieht denn der Prozess aus? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr sucht die Perlen, wie findet ihr denn die Perlen? Aktuell war es eher Zufall, muss man so sagen. Also bei Pixelbot Extreme war es so, wir waren zu einem Game Dev Meetup in Leipzig, das kennen vielleicht viele, das war ja früher physisch, vor der Corona-Zeit, und ich war zu früh dort, ich wollte mir das angucken, ich gucke da ab und zu mal vorbei, also nicht immer, das schaffe ich nicht zeitlich, aber ab und zu. Und ich war zu früh dort, und der Rico von Playhard Games, der war auch zu früh dort, und wir kannten uns schon, haben ein bisschen miteinander gequatscht, und dann kam so die Idee, Moment mal, dein Game, wir finden das eigentlich ziemlich geil, das Pixelbot, diese Idee ist cool, die Grafik ist cool, der Sound ist cool, das hat echt was, das ist knackig. Und das gibt es nur für Steam, und wie wäre es, wenn wir das auf die PlayStation bringen und gleich mit publishen? Und dann ist das so durch Zufall entstanden. Bei Potion Party war es anders. Ich habe irgendwo auf Twitter ein Bild davon gesehen. Ich weiß nicht, weil es von irgendjemandem geliked, geforwardet war, irgendwie durch Zufall. Und fand das ansprechend. Und dachte, das sieht aber putzig aus, das hat was, das trifft genau meinen Nerv. Was ist denn das für ein Spiel, was steckt denn da dahinter? Und dann habe ich versucht rauszufinden, wer da dahinter steckt. Und habe dann irgendwann mitbekommen, ach ja, das ist RP Games, und der ist auch auf der Dreamhack. Der René von RP Games ist da. Und dann, ich war sowieso auf der Dreamhack, habe ich da dann mit ihm gesprochen und gesagt, hey, hättest du vielleicht Lust? Und dann ist das da ins Rollen gekommen. Cool. Und das ist auch das Spiel, was ihr morgen releasen werdet, richtig? Genau. Das kommt morgen raus, Potion Party. Das hat jetzt einen längeren Weg hinter sich als ursprünglich geplant. Gibt es sonst nie bei Spiele-Releases, dass sich etwas verzögert, aber wir haben auch, denke ich mal, noch eine ganze Menge reingepackt. Also das war auch eines dieser Punkte, wo wir auch noch so ein bisschen mithelfen konnten und mit unserer Erfahrung im Bereich Spieleentwicklung noch den einen oder anderen Tipp mitgeben konnten und wo wir auch mit aus dem großen Ressourcenpool schöpfen konnten. Also bei IDsonics haben wir 150, 160 Mitarbeiter am Standort. Das heißt, da ist es relativ simpel, mal ein paar Fokusgruppentests zu machen, um zum Beispiel ein Tutorial zu testen. Um mal zu sagen, wir haben jetzt mal 10 Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, noch nie gesehen haben, um zu testen, funktioniert
das Tutorial, ist das aussagekräftig genug und selbsterklärend oder nicht. Und wenn man das angepasst hat, dann macht man 2 Wochen später nochmal mit 10 Leuten einen Test, weil einfach wir nochmal 10 Leute haben, die das Spiel noch nie gespielt haben. Das ist in einer kleineren Umgebung schwieriger. Also wenn man nur 3 Mitarbeiter hat, dann kann man nicht 10 Leute haben, die das Spiel noch nie gesehen haben. Ne? Und da kommen uns diese Strukturen zugute. Das ist auch einer der Fälle, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass wir auch jetzt in dieser losgelösten Situation dann nochmal bei der IT Sonics nachfragen und sagen, hey, wir haben hier ein Spiel zu testen. Was haltet ihr davon? Wir würden da einfach ein paar Arbeitsstunden von euch einkaufen. Ist auch gleichzeitig was Cooles für eure Mitarbeiter, wenn die quasi offiziell als Arbeitszeit Spiele testen dürfen. Und absolut. Da haben alle was davon, ne? Das ist ja, das denke ich auch. Und wenn ihr morgen Release habt, wir haben es im Vorgespräch gerade schon kurz angeteasert, da sitzt du hier so mega entspannt, rollst von links nach rechts. Von Friedrich, unserem Vorstandsvorsitzenden, kam die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass du so entspannt bist, wenn du morgen Release hast? Ja, das ist jetzt, wie gesagt, unser 5. Release, was wir machen. Und wenn man jetzt ein Release für Steam oder so macht, dann ist es ja häufig so, dass man bis auf den letzten Drücker arbeitet man dran. Und dann wird 5 Minuten vor Release nochmal schnell ein Update hochgeschoben und ein Patch und dann wird hier und da und so weiter. Und sobald man einmal mit Konsole gearbeitet hat, merkt man, das geht nicht. Okay. Und beim allerersten Mal ist man entweder übervorsichtig oder man fliegt ganz schön auf die Nase dabei, weil man merkt, es geht nicht. Und daraus lernt man und merkt einfach, okay, es muss alles Monate vorher fertig sein. Okay, also auch für die Leute, die sich manchmal wundern, zum Beispiel, warum habe ich denn immer ein Day-One-Patch bei ganz vielen aktuellen Spielen? Das liegt einfach daran, dass die quasi initiale, fertige Version üblicherweise schon mehrere Monate vorher eingereicht wird zu dem Prüfprozess. Okay. Und dann gibt es verschiedene Sachen, die da folgen, bestimmte Reihenfolgen. Ich kann die nicht im Detail erzählen, weil das unterliegt einer Vertraulichkeitserklärung. Aber man kann sagen, das ist halt nicht so einfach wie bei Steam. Ne? Deswegen bereitet man das wohlweislich schon lange vor und macht sich einen Plan, einen schönen Marketingplan. Wann genau wird was passieren? Wann wird welcher Text wo veröffentlicht? Welche Bilder brauche ich? Und das liegt dann alles schon Wochen vorher bereit und wartet nur darauf, dass man dann hier mal klickt und dort mal sagt und jetzt mal das. Das ist wirklich interessante Insights, die du da gibst. Also das heißt, morgen gibt es das Ganze im PlayStation Store. An alle, die jetzt zuschauen oder alle die, die das noch sehen werden, checkt das mal ab. Guckt euch das mal an. Es gibt sicherlich auch auf Social Media, denke ich mal, genug zum Spiel anzugucken. Es gibt sicherlich auch auf YouTube, Twitch bestimmt ein bisschen Spielmaterial. Hast du da auch eine Adresse, wo wir uns das Gameplay mal angucken können im Nachgang? Also beziehungsweise die Zuschauer, ich weiß, wir haben noch ein Video da, das werden wir gleich abspielen, aber ist hinsichtlich Social Media irgendwas geplant, irgendwas, was man auf jeden Fall morgen im Auge behalten sollte? Eins wollte ich erstmal noch kurz vorwegnehmen. Morgen erscheinen 3 Versionen des Spiels. Und zwar erscheint von uns, also von Fusion Play, die PlayStation-Version des Spiels für PlayStation 4 und 5. Gleichzeitig erscheint von RP Games selbst im Eigenverlag, also der publisht selber quasi sein Spiel auf Steam. Und es gibt eine Nintendo Switch-Version, die wird von Tophead Studios gepublished. Also nicht von uns, sondern die machen das so ähnlich. Die haben auch so ein Programm, dass die sagen, wir suchen uns Indie-Games und portieren und publishen die. Und die Switch-Version kommt von Tophead Studios. Okay, cool. Das heißt, das sind quasi 3 Parteien und wir machen das zusammen, haben uns da auch gut synchronisiert und abgestimmt. Und da kommt es dann morgen raus. Zu den Streams ist es so, ich glaube, das ist das Beste, einfach mal bei YouTube nach Potion Party zu suchen und dann wird man fündig. Man findet den Launch-Trailer von Sony, den offiziellen PlayStation-Trailer. Man findet den Trailer vom letzten Jahr, der ist von IGN hochgeladen worden, der Exclusive Reveal auf der Gamescom. Den hatten wir auch vorhin kurz so im Ansatz gesehen. Da hat IGN auf der Gamescom das exklusiv enthüllt. Man findet aber auch schon Reviews und einzelne Berichte darüber. Wir machen das über Keymailer. Das ist eine Plattform, über die man Spielepublisher und Influencer verknüpfen kann. Das heißt, wir sagen dort, hey, wir haben ein cooles Spiel, Potion Party. Hat jemand Lust, das auf seinem YouTube-Kanal oder Twitch-Kanal zu streamen, zu zeigen? Und dann können die Influencer bei uns anfragen und fragen, wir hätten gerne einen Key für die PlayStation EU, US-Version oder Steam oder Switch oder wie auch immer. Und dann können wir entscheiden, wer dann so einen Key bekommt und wer nicht. Und da habe ich jetzt vorhin geguckt, gibt es jetzt, glaube ich, schon 80 Twitch-Streams, 50 YouTube-Videos. Und das sind meistens eher kleine YouTuber, weil, ich sag mal, so ein PewDiePie, der wird sich das nicht unbedingt angucken, ne?
Obwohl der, muss man dazu sagen, Conrad the Kitten gezeigt hat. ich denke, wenn man da bei YouTube guckt, dann findet man auch was auch bei Twitch und es werden ein paar Reviews auch morgen live gehen und bei dem Rest müssen wir uns morgen immer überraschen lassen. Cool. Ich denke, das ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um einfach mal reinzugucken. Ich weiß, wir haben einen Trailer vorbereitet. Ich hoffe, ich überfordere jetzt Enrico vom OBS nicht, aber ich denke mal, wir haben jetzt die Leute so heiß gemacht, so viel vom Spiel geredet. Alles gut, sagt er. Perfekt. Das heißt, lasst uns einfach mal reingucken und uns selber einen Eindruck von Potion Party machen, was morgen auf allen drei Geräten rauskommt. So, ja, cool. Sehr schöner Trailer. Ich glaube, man hat da so einen ganz guten Eindruck bekommen von dem. Wir haben jetzt gerade im Hintergrund schon so ein bisschen geredet, dass es so ein bisschen in die Richtung geht wie Overcooked. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Das Ganze jetzt natürlich dann als Alchemist, nicht als generischer Koch. Und sieht sehr cool aus. Der Artstyle gefällt mir persönlich. Also grundsätzlich definitiver Retro-Fan hier auch. Gerade so Pixel-Art-Style ist echt cool gemacht. Und das Prinzip Multiplayer, also Local Co-op, ich weiß gar nicht, geht Local Co-op auch hier, ne? Ja, ja. Ja, cool. Nee, also und auch Local Versus. Ja, okay, perfekt. Also so Local Co-op-Games, gerade in dem Stil, finde ich persönlich immer extrem nice. Also wir sind ja seit, ich bin ja privat mit meinem Kollegen, mit Team Fabulous, seit Beginn auf der Dreamhack und da ist das unser Local Co-op Dopa eigentlich ein absolutes Muss. Und da spielen wir dann über diese drei Tage wirklich sehr, sehr viel Local Co-op, was sonst vielleicht nicht immer geht, weil wir aus unterschiedlichen Teilen von Deutschland kommen. Und da finde ich Local Co-op Games halt echt extrem nice, wenn die nicht zu kompliziert sind, also dass jeder das schnell begreifen kann. Und dann möglichst witzig und irgendwie stilistisch cool gestaltet sind. So zum Beispiel wie, ich weiß nicht, kennst du Duck Game? Das ist so ein bisschen. Nee, das sagt mir nichts. Das ist so ein bisschen auch so Versus gegeneinander. Man spielt so Enten, die so Smash Brothers-mäßig gegeneinander kämpfen in so kleinen Arenen. Ist vom Umfang des Levels an sich relativ nicht klein, aber dadurch, dass man immer sehr viele unterschiedliche Sachen hat, die man machen muss, bringst du da eine unheimliche Diversifizierung rein, was das Ganze dann wiederum spannend macht. Ne? Also das, und es entstehen immer neue Situationen, wenn man mit Freunden spielt, weil das halt immer unberechenbar ist, was die machen, was man selber macht. Ne? Das ist immer echt cool. Von daher finde ich es auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, da auf einen Local Coop oder grundsätzlich einen Coop Multiplayer zu gehen.
Ja, also das war auch für uns wichtig. Da kommt auch, glaube ich, der größte Spielspaß auf. Also das Spiel kann man auch gut alleine spielen. Das ist auch ein cooles kleines Spiel für mal zwischendurch alleine. Mhm. Aber so richtig, ich würde mal sagen, der Kracher ist es, wenn man zusammenspielt. Wir hatten da auch unglaublich viel Spaß bei den Test-Sessions. Also bevor das der Lockdown kam und wir noch im größeren Stil bei uns im Büro testen konnten, das war also gerade zu viert. Und wenn dann die Leute einmal das Spiel kannten, dann der Versus-Modus war fast noch besser als der Koop-Modus. Also weil da geht es dann zwei Teams gegeneinander, zwei gegen zwei. Und um die Wette, nur derjenige, der den Trank zuerst fertig hat, kann verkaufen. Der andere hat ihn umsonst gebraut. Und das waren richtig harte Battles, die wir hatten. Ja, das glaube ich. Ich kann es mir wirklich vorstellen, wie man dann davor sitzt und so, nein, er hat zuerst verkauft. Und dann der harte Rage hochkommt. Das ist also das ist auf jeden Fall echt nice, wenn man da so diese wenn es richtig competitive wird, so, und man dann sich gegenseitig so ein bisschen die Ellenbogen gibt, das ist auf jeden Fall immer extrem unterhaltsam. Ich glaube, wir haben auch ein paar schöne Unterschiede zu Overcooked, also weil wir hören den Vergleich natürlich nicht zum ersten Mal. Also das ist schon häufiger, dass wir gehört haben, bisher so ähnlich wie Overcooked. Was man sich bewusst sein muss, das Spiel ist kleiner, ne? Also in jeder Hinsicht. Also vom Umfang ist es kompakter als Overcooked, das Projekt ist kleiner, das ist auch nicht von einer Teamgröße wie Overcooked gemacht worden. Also ich meine, Overcooked ist ein viel größeres Entwicklerteam, ne? Dafür ist es auch deutlich günstiger. Also man kriegt es für 10 Euro, das ist nicht wirklich eine große Summe, ne? Und es hat sich halt auf das, was es macht, fokussiert, und es macht auch vieles anders als Overcooked. Zum Beispiel gibt es dieses Metagame mit dem Shop. Also anstelle, dass ich Level habe, die alle unterschiedlich sind, habe ich Stages, und die finden mehr oder weniger im gleichen Level statt, im Shop. Und ich baue den Shop Stück für Stück aus. Das heißt, ich fange an, habe da einen total runtergekommenen, komplett leeren Shop und habe eigentlich kaum Möglichkeiten, außer ich kann gelbe, blaue und rote Tränke mischen, ne? Und Stück für Stück mit jeder Stage kommen neue Funktionen dazu, aber auch neue Herausforderungen. Also zum Beispiel kann ich dann Tränke mischen und dann kann ich halt auch aus Blau und Gelb dann Grün machen, aus Gelb und Rot kann ich Orange machen und so weiter. Dann bekomme ich irgendwann einen Ofen, da kann ich Kohle herstellen, damit kann ich Tränke schwarz färben und so weiter. Und damit wird es immer komplexer. Und es kommen aber auch Gegner dazu. Also das ist so dieses... Sagen, ja. Genau, dieses Fantasy-Setting ist nicht eine reine Optikgeschichte, ne? Also dass man nur sagt, das sieht auch aus wie so ein bisschen Mittelalter-Fantasy. Das hat auch auf der Spielmechanik-Ebene einen großen Einfluss. Es gibt einerseits verschiedene Gegner, die man auch bekämpfen muss. Zum Beispiel Geister, den muss man einfach ausweichen. Ansonsten verliert man, was man in der Hand hat, und die Steuerung ist invertiert. Und wenn man das einmal hatte, dann weiß man, das will man nicht wieder. Da gibt's Diebe, die kommen und klauen einem das Zeug, was man hergestellt hat, da muss man schnell hin und die mit Wasser begießen, mit der Gießkanne schnell Wasser über den Kopf, dann verschwinden die. Da gibt es diese Schleime, die man mit Pulver beschütten muss, damit sie ansonsten stellen die den ganzen Laden zu und blockieren einen. Und von den ganzen Typen gibt es dann wieder Untervarianten, also bösere, die dann ein bisschen fieser sind, also ein Riesenschleim und so weiter. Und auch bei den Spielfiguren ist das so ein bisschen Fantasy-mäßig. Ich habe verschiedene Figuren, die ich freischalte nacheinander, 12 Stück, und jeder hat einen speziellen Skill. Also die eine Figur zum Beispiel, die Mary, die bekommt extra Geld, wenn sie Tränke verkauft, also so wie mehr Trinkgeld. Dann der andere, der Seth, der kann halt schneller laufen. Und der dritte, der kann dann schneller Potions brauen. Und das kann ich auch hochleveln. Das heißt, der kriegt dann zum Anfang 10% schneller Potions brauen, später kriegt er 50% schneller Potions brauen. Und wenn ich das im Koop spiele, mache ich das wie bei einem Rollenspiel. Ich stelle mein Team so zusammen, dass es sich gut ergänzt. Also ich habe nicht... Genau. Also ich nehme nicht vier Heiler und gehe mit vier Heilern in den Dungeon, ne? Sondern ich nehme halt einen, der kriegt mehr Geld beim Verkaufen und der kümmert sich dann hauptsächlich um den Verkaufsteil. Einer, der braut die ganze Zeit und kann schneller brauen, und so ergänzt sich das ganz gut, und da kann man dann auch schön rumspielen und experimentieren. Okay, wenn ich jetzt lieber den nehme, der ein bisschen schneller ist, statt dem, der schneller braut, ist das vielleicht besser? Ist auch bei jedem Level ein bisschen anders, welcher besser ist und so weiter. Und dann habe ich halt noch dieses Ausbauen, das heißt, ich kriege immer mehr Tools und auch mehr Deko. Also ich habe so Dekoartikel, wie ich kann mir eine Statue hinstellen, einen tollen Teppich, und die sind nicht nur optisch eine Aufbesserung, sondern die bringen so passive Boni. Also so eine Statue verhindert, dass Monster kommen, beziehungsweise macht das langsamer, dass die Monster kommen. Oder ein kleines Tischdeckchen bringt mir ein bisschen mehr Glücklichkeit der Kunden und sowas in die Richtung, ne? Und da setzt sich schon ab. Da vielleicht ganz interessant, weil ich da so an Kollegen denke, die in solchen Games, wie hieß denn das jetzt noch, jetzt vor kurzem erst rausgekommen, egal. Auf jeden Fall. Moving Out? Eben,
Nee, auch so eins mit so ein bisschen Fantasy-mäßig. Loop Hero. Ja, wo es halt, das ist so genau die Zielgruppe für so ein paar Kollegen von mir, die halt gerne auf diese Games feiern mit diesen minimalistischen oder Retro oder 8-Bit oder sonst wie Art-Style, die aber eine verhältnismäßig erst langsame, aber dann steile Lernkurve haben und dann auch richtig hart werden. Also wo man dann richtig hart rein suchten muss, um dann entsprechend wirklich die harten Stages auch meistern zu können, die dann wirklich nicht durchgängig irgendwie so sind, okay, kann man schaffen, sondern irgendwann halt auch wirklich eine Herausforderung sind. Wie würdest du das bei eurem Game beschreiben? Also wir haben da, das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir auch mitgeholfen haben von Fusion Play beim Balancing des Schwierigkeitsgrades, beim Balancing der Stages. Ja. Und wir haben uns bewusst für zwei verschiedene Strategien entschieden. Die eine ist, es ist generell eher ein Casual Game. Mhm, okay. Also es ist nicht ein Spiel, wo man frustriert die Zähne zusammenkneift und es 100-mal versucht, bis man es endlich geschafft hat. Das war eher Pixelbot. Pixelbot war eher richtig hart. Ja. Und wir haben teilweise ewig gebraucht, selber im Testen, um die Level zu schaffen. Und 5 Stunden nach Release kriegen wir eine Mail von jemandem, der sagt, ja, ich habe alles freigeschaltet und alle Hardcore-Levels auf Extreme durchgespielt und habe gesehen, der eine Orb hat irgendeinen Bug, könnt ihr das fixen? Und ich dachte, wie so schnell? Und wir haben übrigens einen Tag später dann einen Bugfix rausgebracht, aber das eine, aber nee, da ist Potion Party eher casual. Ne? Es ist auch bewusst so gestaltet, damit, wenn zum Beispiel ein Kumpel zu Besuch ist und der sonst gar nicht so viel zockt oder auch die Familie, wenn man mit irgendwie Schwester, Bruder, Kindern spielen will, dass jeder da reinspringen kann und man braucht nur einen Knopf zum Spielen, man hat nicht 1000 Knöpfe, man braucht nur einen Joystick und einen Aktionsknopf. Das ist so die eine Seite. Die zweite ist, wir wollten aber Abwechslung reinbringen und das haben wir gemacht, indem wir sogenannte Challenge-Levels und Endurance-Levels haben. Das heißt, es gibt Challenge-Levels, die sind von der Zeit relativ knapp und knackig vom Schwierigkeitsgrad. Die sind eigentlich so designt, dass wenn man sie das erste Mal spielt, man verliert. Also das ist so bewusst gemacht. Der Level geht dann halt nur, was weiß ich, 3 oder 4 Minuten, bringt irgendeine komplett neue Spielmechanik rein und die lernt man in dem Level erst kennen, wie sie funktioniert. Zum Beispiel, wie ich einen großen Trank herstelle, wo ich mehrere Brauprozesse brauche. Und beim ersten Mal lerne ich erst mal, wie das funktioniert und scheitere kläglich dabei und schaffe es nicht. Okay, also man wird komplett an die Hand genommen. Genau, aber weil der Level so kurz ist, ist das nicht schlimm. Denn die 3 Minuten motivieren mich eher mit, jetzt weiß ich ja, wie es geht, beim nächsten Mal schaffe ich es. Und beim zweiten Mal schafft man es dann entweder, oder man ist kurz davor und denkt, okay, beim dritten Mal klappt es. Das sind so die Challenge-Levels. Und dann gibt es Endurance-Levels, die sind also eher ausdauernd. Die sind vom Schwierigkeitsgrad nicht so schwer. Die sind eigentlich so, dass man die immer auf Anhieb schafft, aber dafür gehen die länger. Das heißt, da muss man schon ein bisschen länger managen. Das heißt, die gehen dann 10, 15 Minuten lang und da gibt es dann auch Effekte, zum Beispiel, dass die Schleime, die zum Anfang mal hier und da einer ein bisschen den Weg blockieren und man entscheidet, mache ich den jetzt weg mit Pulver oder lasse ich den einfach und laufe drumherum. In so einem Endurance-Level wären die echt ein Problem, weil irgendwann der ganze Laden voll mit Schleim ist und dann muss ich die auch mal wegmachen und muss mich darum kümmern, weil sonst habe ich überhaupt keinen Weg mehr, wo ich langlaufen kann. Und da gibt es immer so einen Wechsel zwischen normalen Level, Challenge und Endurance-Levels, damit das so ein bisschen Abwechslung drin ist. Okay, sehr gut. Ja, cool. Nee, das war so eine gute Frage, weil da die Typen von Gamern und selbst Leute, die ich spiele, verhältnismäßig viel, würde ich sagen, selbst unter denen, sage ich mal, in dem Alter gibt es ja wirklich diese zwei Nischen, so eine, die Casual Gamer, wo ich habe nie Dark Souls gespielt, manche sagen dann Shame on me, aber es ist ein Spiel, dem ich absolut nichts abgewinnen kann, weil wenn ich irgendwie 2 oder 3 Mal bei einem Bock derb, dann sage ich, ich kann was anderes spielen. Während halt Kollegen von mir zum Beispiel die sind, die immer die schwierigste Stufe müssen und wenn irgendwie Games, wenn es dann einen höheren Schwierigkeitsgrad gibt, müssen sie ihn auch spielen. Und wenn man dann mit denen zusammenspielen will, heißt das, wieso spielen wir denn auf normal? Und ich so, Alter, weil ich auch mal das schaffen möchte und nicht irgendwie immer wieder die maximale Herausforderung haben will. Von daher, da so eine Mischung zu haben, ist vielleicht echt ganz cool. Auch, dass man nicht zu sehr in die Hand genommen wird, gerade für Leute, die vielleicht öfter mal spielen, so wie mich. Ich finde Tutorials eigentlich immer eher nervig. Dass man dann auch mal selber was entdecken kann, ist finde ich, sehr legit, auch wenn ich jemand bin, der Casual spielt und sich da auch schnell mal demotivieren lässt, finde ich es gut, wenn ich die Sachen trotzdem selbst herausfinden kann. Ne? Mhm. So von daher... Das,
Das Tutorial war schwierig. Also das heißt schwierig, aber das ist immer eine Herausforderung, ein Tutorial zu machen. Und wenn ich auch sage Tutorial, dann ist das kein Tutorial, wie man es sonst kennt. Also es ist nicht so, wie ich starte das Spiel und dann sehe ich da erstmal eine DIN A4-Seite Text, die ich mir durchlese. Mhm. Sondern wir haben das bewusst so gestaltet, dass es so wenig wie möglich den Spielfluss unterbricht. Wir haben bewusst es so gestaltet, dass es das selber herausfinden fördert, einfach weil wir in den ersten Spieletests gemerkt haben, die Leute, die von alleine herausgefunden haben, wie sie einen Trank herstellen, dieses Erlebnis, dieses Freude mit, ja, jetzt hat's geklappt, dieses ist einfach viel, viel besser, als wenn man sich durchklickt und einfach nur, was einem gesagt wird, eins nach dem anderen macht. Deswegen gibt es da so ein zweigeteiltes System auch. Es gibt manche Elemente, die sind ein bisschen komplexer, da gibt es eine ganz kurze Texteinblendung, beziehungsweise nicht Text, sondern eher Symbole. So wie, man sieht einen roten Schleim plus rotes Pulver gleich Schleim ist weg. Sowas in die Richtung, einfach um zu lernen, ich muss das Pulver nehmen, um die Schleime wegzubekommen. Ja. Der Rest ist eher so, dass es nur so kleine Hinweise sind. Zum Beispiel, dass ganz am Anfang über dem Wassereimer ein Pfeil leuchtet. Einfach damit der Spieler mitbekommt, das ist ein interagierbares Item. Mhm. Weil wir haben das gemerkt in unseren Test-Sessions, dass die Leute, wenn die gar keine Hilfe hatten, wussten sie gar nicht, was ist ein Deko, was ist ein Hintergrund und was kann ich denn in die Hand nehmen. Wenn die einmal den Wassereimer in der Hand haben, dann kommen sie selber auf die Idee, damit zum Brunnen zu laufen, Wasser zu holen und damit die Pflanzen zu gießen. Ne? Oder wenn ein Kunde kommt rein und wünscht sich plötzlich einen grünen Trank und du hast aber nur gelb, blau und rot da, dann kommt man von alleine auf die Idee, Moment, ich muss das mischen. Ne? Mhm. Und dann probiert man rum, bis es halt klappt. Da brauche ich kein Tutorial, da brauche ich nicht sagen, hier gelb plus blau und so weiter. Ne? Und diese Mischung war uns wichtig und da haben wir auch eine ganze Menge an Zeit reingesteckt. Das war auch eines der wenigen Dinge, wo wir aktiv mitgeholfen haben, weil nochmal zu sagen, das Spiel ist ja von AP Games entwickelt. Ne? Und wir haben bei so ein paar Sachen mitgeholfen, wo wir sagen konnten, hier können wir uns wirklich einbringen. Und das war so eine dieser Sachen. Weil wir da einfach durch die vielen Test-Sessions, die wir machen konnten, wirklich behilflich sein konnten. Cool. Dann an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob jemand von RP Games da ist, schon mal auf jeden Fall alles, hört sich sehr, sehr cool an. Bin gespannt. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja nochmal einen Key zukommen lassen. Das wäre natürlich super nice. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall auch nochmal an. Also es hört sich auf jeden Fall sehr nice an. Eine Frage, die ich vielleicht noch hatte, wir waren doch vorhin schon mal so ein bisschen bei dem Thema, wie das alles so gestartet hat. Vielleicht für einige ja, Akteure, Mitglieder, aber vor allen Dingen sicherlich auch Akteure, die dann zum Beispiel noch studieren etc. Interessant, wie das damals sich so gestaltet hat mit der Gründung hier in Leipzig, wie sich das so formiert hat. Kamt ihr aus dem Studium zusammen? Seit wann kennt ihr euch? Wie ist da so die Geschichte dahinter? Ich glaube, da wird schon mal ein bisschen weiter ausholen. Das ist so eine etwas komplexere, unübliche Geschichte. Ich glaube, das ist kein Standard-Pattern. Ich bin ja nur auch schon 40 Jahre alt und war vorher tätig, erst als Softwareentwickler, dann Pre-Sales, dann habe ich lange Zeit als Produktmanager in einem Konzern gearbeitet und bin dort durch die Welt gereist und habe da sehr viel Erfahrung gelernt, gerade im wirtschaftlichen Bereich, was mir auch heute sehr, sehr hilft, weil man muss das so sehen, Spiele machen beruflich ist ein Geschäft. Ja. Also wenn wir damit kein Geld verdienen, können wir keine Gehälter bezahlen von den Leuten, die bei uns arbeiten. Und das muss man sich immer bewusst sein. Nur wenn man da einen validen Businessplan dahinter hat und einen guten Finanzplan und das Ganze auch realistisch entworfen ist, dann gibt es überhaupt eine Chance, dass sowas funktioniert. Ja. Und damals hatte ich dann in einer Firma gearbeitet, das war quasi noch vor, das IT Sonics war die Vorstufe davon, die hieß vorher anders. Hatte dort durch Zufall, ich war schon immer hobbymäßig Spieleentwickler, also privat habe ich das schon gemacht seit meiner Kindheit, angefangen damals auf dem Amiga 500 in Turbo Pascal und dann aber auch teilweise so kleine Brett- oder Kartenspielprototypen mal immer gebastelt und mit Freunden getestet und ich war da schon immer jemand, der auch wissen wollte, warum machten die und die Spielmechanik Spaß, warum machten das keinen Spaß. Dann war ich auch immer einer, der die ganzen mega komplexen Excel-Tabellen gemacht hat, zum Beispiel bei Diablo, mit welchen Kombinationen von welcher Rüstung man 0,75% mehr Schutz hat als bei einer anderen und der dann das ganze Balancing auseinandergeknüpft hat und das irgendwie liegt mir das, hat mir das Freude bereitet und dann kam irgendwann noch mal so eine Spielidee raus mit den NFC-Karten, die hatte ich meinem damaligen Chef einfach mal nur gezeigt als so wie, guck mal, was ich in meiner Freizeit gemacht habe, weil ich mit dem ganz gut kann und der meinte, hey, das ist ziemlich cool,
Wollen wir da was draus machen? Und dann haben sich da durch Zufall Wege geöffnet, dass wir mit Disney gesprochen haben, mit Schmidt-Spiele und dann wurde da plötzlich ein Projekt draus und damit kam das ganze Fusion Play ins Rollen als Element oder als Marke auch. Und das ging dann weiter und dann gab es irgendwann das Konzept mit den VR-Games, was ebenfalls eine Idee von mir war, wo dieser Markt relativ frisch war. Ich beschäftige mich mit dem Ganzen seit 2014, 2015, seit den Oculus Rift DevKits, den ersten. Und wir dachten, wir steigen damit ein in diesen Markt. Das ist was, was interessant ist und was in Zukunft gut ist, wenn man von Anfang an dabei ist. Und so kam das Ganze ins Rollen. Und jetzt mit der separaten Firma, das ist ja noch relativ frisch. Das ist so, dass es zwei Investoren gibt, die das Ganze beobachtet haben, das Ganze cool fanden und gesagt haben, hey, wir hätten hier eine Idee, wir würden das gerne größer werden lassen und würden hier gerne investieren und das auf eigene Füße stellen, dass das nicht mehr eine Abteilung von ITsonics ist, sondern stattdessen eine eigenständige Firma ist und haben dann halt Gespräche geführt mit der ITsonics und mit uns und mit mir, was wir davon halten. Und wir waren da eigentlich alle von gleich begeistert. Ne? Also das ist so ein Ding, wo wir alle gesagt haben, wo wir gemerkt haben, so richtig passend tut das in eine Softwarefirma, die eigentlich eher im Businessbereich aktiv ist, nicht ganz. Wenn es auf eigenen Füßen steht, ist das schon eigentlich passender. Und vermutlich hat es da auch mehr die Chance, dass es wachsen kann und zu was Eigenständigem werden kann. Und damit kam das zustande. Ist also nicht dieses typische, wie irgendwie drei Kumpel vom Studium sagen, hey, lasst uns eine Firma gründen zusammen, sondern es ist eher so wie zwei Investoren, die da gesagt haben, wir würden das finanzieren, wir würden das weiterführen, was ihr hier macht und würden da auch gerne aber noch einen Schritt weitergehen, noch größere Projekte in der Zukunft machen und die auch selber gerne zocken. Die da auch Bock drauf haben und sagen, wir haben ja eigene Ideen und wir wollen das selber und wir wollen da mit dabei sein und da kam das cool. So zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Wo soll es denn hingehen? Also ihr hattet ja vorhin schon gesagt, für Nintendo wurde jetzt ein Partner mit ins Boot geholt. Ist das zum Beispiel was, wo ihr sagt, so die Portierung nicht nur auf die PlayStation, sondern auch auf Nintendo, wollen wir in Zukunft angreifen oder soll da eher das Thema Spieleentwicklung noch größer gemacht werden? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit auf die Vision nehmen, wo Fusion Play sich hinentwickeln soll. Das ist noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Also was wir auf jeden Fall machen, wir arbeiten aktuell schon an einem neuen VR-Projekt, was wir jetzt noch nicht announced haben und auch noch nicht jetzt hier in dem Sinne machen können für Plattformen, die wir noch nicht announced haben und so weiter. Das ist ein größeres Projekt, das wird auch nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Es wird wahrscheinlich in diesem Jahr von der Produktion her fertig werden, aber nicht mehr erscheinen. Und wir überlegen gerade parallel noch ein zweites kleineres eigenes Projekt zu machen. Das wäre dann auch so ein kleines Indie-Game. Sowas in die Richtung wie Potion Party, Pixelbot Extreme, so in die Richtung. Sowas kleines eigenes. Also ein bisschen als zweites Standfuß. Und wir schauen aber auch trotzdem weiter mit offenen Augen nach Port- und Publish-Projekten. Das wären dann aber eher so aus der Gelegenheit Dinge. Das lässt sich schlecht planen. Also wenn mich jetzt ein Spiel anspringt, wo ich sage, das ist ja cool und die sagen, hey, was ihr macht, finden wir auch cool und dann passt das alles zusammen, so wie das bei Potion Party und bei Pixelbot war, dann kann ich mir vorstellen, dass wir sagen, ja, das machen wir. Und dann kann man auch einen Zeitplan aufstellen, dass man sagt, okay, das braucht jetzt noch ein halbes Jahr, bis es spruchreif ist oder ein Jahr oder wie auch immer. Es kann aber auch gut sein, dass wir so ein Projekt nicht finden. Ne? Also ich habe schon viele Spiele mir auch angeguckt, wo ich der Meinung bin, das haut mich jetzt nicht so sehr um oder das ist mir vom Scope zu groß. Also wenn jetzt ein Spiel kommt und sagt, wir haben jetzt schon 1 Million reingesteckt und suchen einen Publisher, dann sage ich da, dass wenn wir jetzt kommen als Publisher, dann werdet ihr von dem, was wir leisten können, wahrscheinlich enttäuscht. Da werdet ihr wahrscheinlich auch irgendein Budget erwarten, dass wir dann auch nochmal 1 Million reinstecken. Und das können wir im aktuellen Zustand nicht machen. Okay. Ja? Also das wäre dann auch wiederum zu groß. Das heißt, wenn sich das Passende zeigt und das Passende bietet, dann machen wir da mit. Und ansonsten werden wir jetzt den Weg gehen, der so sich für uns so ein bisschen ergibt, würde ich auch sagen. Ne? Und da sind wir auch gerade in einer sehr kreativen Phase. Also wir sind auch intern noch ansprechen mit dem Team, was die für Ideen haben, mit den Investoren, was die für Ideen haben. Und da wird es jetzt mehrere kreative Meetings geben und da wird sich dann entscheiden, was jetzt so die nächsten 2 Jahre passiert. Irgendwie von nach einem sehr gesunden, organischen Wachstum, was da ansteht die nächste Zeit. Ja, also es wird definitiv nicht so sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt 100 Leute ein und machen einen AAA-Titel.
Und es wird aber auch nicht so sein, dass wir sagen, okay, wir dümpeln jetzt vor uns hin und bleiben bei 3 Personen für die nächsten 5 Jahre und machen da nur ganz kleine Sachen, sondern wir wollen schon wachsen, aber in einem überschaubaren Rahmen. Ne? Ja, so ein dynamisches Wachstum ist ja, denke ich, immer relativ wichtig, dass man da sich immer entsprechend der Situation anpasst und den Möglichkeiten, die da gegeben sind. Ne? Cool. Also wir sehen hier, der Moderator hat auf jeden Fall schon fleißig eure Links im Chat geteilt. Vielen Dank dafür. Also wenn ihr gerade mal dabei seid oder nach dem Stream mal gucken wollt, so was kommuniziert ihr so, was geht denn da noch so ab? Also wir haben jetzt einen echt coolen Einblick bekommen. Dann checkt auf jeden Fall mal die ganzen Social-Media-Kanäle aus. Und vor allem jetzt nochmal der Appell, wir haben ja noch ein bisschen, wenn ihr eine Frage habt an den Konrad, dann haut sie raus. Ich denke, wir freuen uns über jede Anmerkung, Frage, die da aus dem Chat kommt. Genau. Da ist jetzt die Gelegenheit da, beim Mitgliedermittwoch dann solche Fragen eben auch zu stellen. Gucken. Genau, und ansonsten, du hast ja vorhin angesprochen, ihr guckt dann halt mal, je nachdem, wie weit das Projekt ist, wie es in den Zeitplan passt. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wann seid ihr auf Potion Party aufmerksam geworden? Wann sind da die ersten Gespräche gelaufen? Und wie lange ist denn dieser Prozess überhaupt von, wir lernen uns kennen, wir gucken mal so den aktuellen Stand, wie du gesagt hast, wir finden euch cool, ihr findet uns cool, bis morgen dann endlich der Tag ist, wo wir dann sagen, so, nice, jetzt geht's los. Das hängt hauptsächlich davon ab, in welchem Stand das Spiel gerade ist. Also wir haben Potion Party kennengelernt, habe ich es Anfang 2020, da habe ich es das erste Mal gesehen. Auf der Dreamhack, das war ja Ende Januar 2020, habe ich dann das erste Mal mit AP Games gesprochen. Da hatten wir die ersten Gespräche und dann zu uns eingeladen in die Büros und haben da mal genauer ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt, ob das zum einen von den Ideen, in welche Richtung es gehen soll, passt, aber auch zum anderen so, ob das vom Mindset passt. Also ob man sich sympathisch ist, so rein auf menschlichen Ebene, ne? Und man sich denkt, ja, mit dem könnte ich mir gut vorstellen, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann hat man relativ schnell einen Zeitplan, der vorne und hinten nicht gepasst hat. Das ist so ein Ding, das hängt vom Projekt ab. Ne? Also es hängt immer davon ab, zum einen, wie weit ist das Projekt. Also wenn das selber in der Entwicklung fast fertig ist, dann kann man auch sagen, okay, wir planen jetzt hier relativ kurzfristig, dass wir das mit umsetzen. Mhm. Und dann eben die Portierung und das Publishing mitmachen. Wenn das Projekt selber aber noch nicht fertig ist, dann geht das natürlich erst, wenn es fertig ist. Mhm. Also bei Potion Party war das so, da hatten wir selber noch ein paar Vorschläge und haben gesagt, okay, unsere Idee wäre, wir würden noch ein paar mehr Features reinpacken, das noch ein bisschen größer machen, ein paar mehr Funktionen reinmachen, ein bisschen Polishing und so weiter, weil das Spiel ist cool. Mhm. Und zu dem Stand, wie es auf der Dreamhack war, hat es noch mehr Potenzial zu mehr. Und das hat RP Games genauso gesehen und hat gesagt, ja, das können wir machen, müssen wir halt immer genau gucken, was macht jetzt wie viel Aufwand, was kriegt man hin, was ist jetzt wiederum zu viel, wo man sagen kann, okay, nee, das klappt dann doch nicht. Und da haben wir uns dann stückchenweise miteinander ausgetauscht, auch Ideen ausgetauscht und so ist das stückchenweise entwickelt worden. Und irgendwann sagt man dann, okay, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, wir können anvisieren, wann es feature-complete ist, also wann alle Funktionen eingebaut sind. Und das ist der Zeitpunkt, ab dem wir dann spätestens mit den technischen Portierungen anfangen. Meistens fangen wir schon eher an, dass wir schon mal schauen, schon mal eine Evaluierung machen, schon mal grob gucken, läuft das, mit welchen Anpassungen läuft es überhaupt technisch auf der PlayStation. Dann gibt es noch viele Sachen, die man anpassen muss. Zum Beispiel hat die PlayStation-Version eine komplett eigene UI in der Lobby, weil wir halt was gebaut haben, was sich mit dem Controller besser bedient, als was mit Maus und Tastatur sich bedient. Ne? Das sind dann solche Sachen, die sind, da denkt man jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht drüber nach, ne? Aber das gehört halt auch zur Portierung. Das ist jetzt keine Magie, das hat jetzt nichts mit der Hardware zu tun, sondern einfach nur mit dem Steuerungskonzept, ne? Dass da auch Sachen dran sind. Und ab einem gewissen Punkt dann sagt uns dann der Entwickler, jetzt ist es feature-complete, jetzt sind alle Funktionen drin, jetzt können wir anfangen mit testen und dann wird getestet, dann testet der Entwickler die Version, die quasi die PC-Basis bildet und wenn er sagt, ja, die ist soweit sauber, dann testen wir die PlayStation-Version, das heißt, wir haben dann alle unsere Funktionen auch eingebaut und gucken dann und manchmal finden wir dann noch Bugs, die der Entwickler übersehen hat in der Basis-Version und die er dann fixt oder wir gleich mitfixen.
Ja. Manchmal finden wir dann Bugs, die nur in der PlayStation-Version drin sind. Und Schritt für Schritt kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist das Spiel fertig, also im Sinne von wirklich alles durch. Und dann läuft der Publishing-Prozess an. Und das sind dann nochmal so 3-4 Monate. Ne? Okay. Weil ich mach das lieber so, dass ich sage, wie jetzt, ich habe alles fertig und könnte eigentlich vor 2 Wochen schon released haben oder vor 4 Wochen. Es kommt nur noch darauf an, den Knopf im richtigen Moment zu drücken, als dass es anders läuft und man irgendwie Hektik hat und dann den Release versaut, weil das ist der entscheidende Zeitpunkt. Wenn man den verkackt, ist es vollkommen egal, wie viel Zeit man vorher in das Spiel reingesteckt hat, das war dann alles umsonst. Ja. Cool. Ja, sehr schlüssig auf jeden Fall. Wir haben jetzt 2 Fragen aus dem Chat. Ich greife mal die letzte zuerst aus. Möchtet ihr in Zukunft für eure Eigenentwicklungen kooperieren und Teile an Studios in Mitteldeutschland auslagern? Das kommt drauf an. Also wir kooperieren jetzt auch schon mit anderen. Also wir haben zum Beispiel einen Dienstleister, der für uns die Übersetzung macht. Wir haben einen Dienstleister, der sich um das Thema Musik kümmert, kann ich auch hier schon sagen, das ist Dynamedion, weiß nicht, ob man die kennt, die sind relativ bekannt, die machen richtig hochqualitative Musik und Sounds, also die haben für Ark Survival Evolved die Soundeffekte gemacht, die haben bei Filmen mitgemacht wie dem Hobbit, die haben bei Game of Thrones mitgemacht bei der Musik und so weiter und die kümmern sich auch bei uns zum Beispiel um alles, was Musik ist, kommt von Dynamedion, so eine eigene Komposition, die für uns gemacht haben und das verleiht dem Spiel schon mal einen musikalischen Hintergrund, der absolut bombastisch ist. Also, und das ist was, wo wir schon sagen, okay, es gibt bestimmte Themen, Bereiche, in denen wollen wir gar keine eigene Expertise aufbauen, dann nehmen wir jemanden zur Hilfe. Was ich jetzt nicht aktuell sehe, dass in den Sachen, wo wir selber Leute haben, die das auch gut machen, dass wir da Sachen outsourcen. Also zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt jemanden beauftragen, der die PlayStation-Version unseres Spiels macht. Weil das ist ja quasi unsere Expertise. Ne? Was eine Bedenken wäre, ob man vielleicht jemanden für eine Nintendo Switch-Version nimmt, für ein Spiel, was kein VR-Spiel ist, ne? Oder eine Xbox-Version. Dass man da sagt, okay, das ist eine Entscheidung, die ist bei uns noch nicht gefallen, ob wir sagen, wir machen das selber in Zukunft. Das würde sich natürlich nur dann lohnen, wenn wir schon mehrere Projekte planen und nicht nur ein einziges, was dann irgendwann auch auf die anderen Konsolen kommt. Das hängt wieder damit zusammen, wollen wir auch in Zukunft mehr Nicht-VR-Spiele, Eigenproduktionen machen oder nicht und so weiter. Mhm. Deswegen ist die nicht so ganz einfach zu treffen, die Entscheidung. Falls das aber nicht ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir jemanden beauftragen und sagen, okay, nehmen wir uns jemanden, der macht für uns die Switch-Version und die Xbox-Version und kriegt dafür einen Revenue-Share oder einen Festbetrag oder sowas. Auch denkbar ist es bei PR und PR-Dienstleistungen. Also zum Beispiel, wir suchen einen Texter. Also wenn jemand da draußen ist, der ein guter Marketing-Texter ist, der mal schnell aus dem Ärmel einen richtig schicken englischsprachigen Marketing-Text schütteln kann, dann soll er sich bei uns melden. Wir suchen jemanden, der da immer mal für uns Texte verfasst, weil das ist das ist nicht so unseres. Ja. Mhm. Alles klar, cool. Und die 2. Frage aus dem Chat ist, was wäre deine Botschaft für zukünftige Projekte, die an dich herangetragen werden? Ja, haltet den Scope klein. Macht ein kleines Projekt, klein, aber fein. Also versucht nicht viel zu groß zu denken und 1000 Features und ein riesengroßes Ding zu machen und Konkurrenz mit irgendwelchen AAA-Studios oder mit irgendwelchen etablierten Indie-Teams, die das seit 10 Jahren schon machen und in der Branche sich auskennen, sondern versucht was Kleines zu machen, was Kreatives und das macht er aber richtig und qualitativ hochwertig. Und das 2. ist auch nochmal ein ganz spezieller Tipp, macht etwas, was schick aussieht. Denn einer der wichtigsten Punkte in der aktuellen Stand der Spielebranche ist, ein Spiel ist verdammt schwer zu vermarkten. Und es gibt einfach viel zu viele Spiele. Das heißt, die ersten Sekunden der Aufmerksamkeitsspanne an jeder Stelle, egal ob es der Endkonsument ist, der das Spiel kaufen soll, ob es irgendein Mitarbeiter von der Presse ist, von der Zeitschrift, der über dein Spiel berichten soll, ob es der Twitter-Tweet ist, der weitergehen soll, in jedem Moment entscheidet im ersten Moment, sieht es cool aus oder nicht. Und cool aussehen heißt nicht AAA-Grafik. Überhaupt nicht, weil das ist viel zu teuer, um es zu produzieren. AAA-Grafiken kann man als kleines Indie-Team nicht wirklich stemmen. Aber es muss irgendwie cool sein. Und ich fand bei Potion Party, dass RP Games das geschafft hat, mit dem Stil, dass das halt cute und obwohl es so pixelig irgendwie cool aussieht. Und ich kenne auch andere Spiele, zum Beispiel Valheim, finde ich, haben eine ganz simple Grafik, aber die haben eine gigantische Atmosphäre erzeugt durch die Post-Processing-Effekte, das Wetter und so weiter, dass es auch cool wirkt.
Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Das Spiel muss gut aussehen. Ich habe sogar mal einen TED gesehen, wo jemand gesagt hat, die haben erst die Grafik entwickelt und haben verschiedene Tweets gegeneinander gebenchmarkt, welche Version eines Screenshots für ein Spiel, was es noch gar nicht gibt, am besten ankommt und danach das passende Spiel dazu entwickelt. Ja, sehr, sehr cool. Das ist auch wichtig, immer nochmal zu sagen, das Spiel sieht nicht gut aus, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 1 Million Polygone Models hat und so weiter, sondern es muss stimmig sein. So, du musst, weil zum Beispiel Potion Party, es muss innerhalb seines Stils muss es gut aussehen. So, ne? Also wenn ihr ein Game macht, sorgt dafür, dass es irgendwie, wie du auch schon sagtest, gepolished halt irgendwo aussieht, ne? Dass es halt fertig aussieht, dass es so looks like intended, so, ne? Dass es so, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben, so sollte es auch aussehen. Und wirklich dort auch keine Wünsche offen lassen in dem Genre, in dem es selber spielt. Also wenn ihr euch dazu entscheidet, irgendwie ein 3D-Game zu machen, sei es ein Shooter oder so, was vielleicht für den Anfang immer so ein bisschen schwierig ist, dann sollte man sich irgendwie daran orientieren, dass das Ganze halt auch irgendwo smooth aussieht und einen eingängigen Artstyle hat. Solche Geschichten. Es muss halt nicht irgendwie gleich AAA Battlefield-Look haben oder keine Ahnung, COD oder. Das ist ein guter Tipp da. Also zum Beispiel so Spiele wie Superhot. Das Grafische hat sehr, sehr einfach gehalten, aber es besticht einfach durch eine auffallende, cool gemachte Grafikvariante. Dann gab es für die PlayStation dieses, wie hieß denn das, mit den Sanddünen, was auch so einen ganz eigenen Grafikstil hatte, so einen eigenen Charme, so handgezeichnet wirkte. War auch sehr, sehr einfach an sich gemacht, ohne viel Aufwand. Journey meine ich, genau, Journey. Und aber es sieht einfach cool aus, obwohl es ganz einfach gehalten ist. Also gut aussehen heißt nicht viele Polygone, das heißt nicht AAA-Qualität, sondern das heißt irgendeinen Stil finden, der, die Amis sagen, visually pleasing ist, ne? Also der einfach ansprechend ist. Dass wenn man ein Bild davon macht und das jemanden zeigt, der sagt, oh, das ist cool. Ja. Und wenn ich ein Bild davon mache und das auf Twitter mit irgendeinem Hashtag poste, sich das von ganz alleine verbreitet, auch zu Leuten, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, weil das einfach die Leute sharen und liken und weiterleiten, weil sie es cool finden und nicht nur, weil sie mich kennen. Cool. Also ich denke, das waren echt richtig wertvolle Tipps, die du da mitgegeben hast und generell einfach echt coole Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Wir drücken euch wirklich die Daumen für morgen, nicht nur für Potion Party morgen, sondern für auch die nächsten Projekte, mit denen ihr um die Ecke kommt. Ich denke, ihr werdet uns auf dem Laufenden halten. Wir können alle auf jeden Fall folgen, hier auf den Social Media Kanälen, die wir drin haben. Wenn ihr mit Konrad direkt schreiben wollt, unser GamesXR Discord ist da immer eine gute Anlaufstelle, um niederschwellig in Kontakt zu treten. Also wer da noch nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Holt das unbedingt nach. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch übrig, dir zu danken, dass du die Zeit genommen hast. Einen Tag vor Release, aber wir wissen jetzt auch, warum das Ganze so entspannt ablief. Da kann nichts schief gehen morgen. Genau, das denke ich auch. Danke. In diesem Sinne, wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Mimi-Stream, diesmal mit Uniglow aus Sachsen-Anhalt. Und bis dahin, zockt fleißig Potion Party und alles Gute. Genau. Ciao. Von mir. Macht's gut, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Next up, we have Potion Party, which is a couch co-op alchemy game. It felt a little overcooked-ish to us, which is cool because that's a great game, but also it has this sort of metagame of building out this shop, and you can play as a skeleton. So Overcooked has always looked really cool to me, but this is like the ideal version of that. Stick around. Wir nehmen uns hier schon mal so ein leeres Reagenzglas, sag ich jetzt, nenne ich es einfach mal Glas. Und nehmen dann das Pulver und tun das hier in die Mitte rein. So. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal schaffen. Und auch noch einmal Wasser dazu. Und dann arbeitet das. Schnell, 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 wir brauchen. Ah, wieso nehmen wir den großen? Großen Spaß, hau die rein. Großen Spaß, gib ab. Komm, gib ihm. Schleimi. Ja! Nein! Oh, war das knapp! Ich war so kurz davor.
Die anderen sind etwas leichter, wobei ich muss sagen, die zweite Variante ist gerade echt easy. Fast. Komm schon, schaffen hat. Oh Gott. Huhuhu. Das war ja gar nicht knapp. Na, wir haben ihn fast. Leute, Leute, Leute. Nein, nicht mich treffen. Huhuhu. Ja! Wolltest du gerade das Schaf aus der Wolke klopfen? Oh, da springst du über eine Barrikade. Ja. Wie wär's mit einem Zaun? Die Katze ist weg, ja. Tschüss. Winter Wonderland verschwunden. Das ist Bambi-like. Das ist süß. Da ist ein Eichhörnchen.